Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir rutschen hier mal eben runter, denn wir müssen die Trophäe noch wegbringen oder abgeben oder wie auch immer. Und damit das zu weit ist, rufen wir mal eben Plötze, reiten zurück, müssen vorher mal ganz kurz unsere Waffe noch reparieren. Das sollte damit gehen. Was ist das hier eigentlich? Oh. Oh. Macht mehr Schaden. Okay. Ärgerlich ist nur, dass ich dann die... Ach Mann, ey, das ist immer blöd, dass ich die Sachen verliere. Das finde ich blöd. Aber... Ich muss sagen, warte, hast du ein... Ach so, ja, das geht ja nur dann da. Rüstungsdurchbohrung haben wir 5 Chancen auf Verbrennung und 2 auf Bluten. Ich habe Verbrennung, glaube ich, nicht mehr, oder? 2 nur noch auf Verbrennen. Ach, das ist doch blöd. Egal. Ich finde ein bisschen doof. Man kann die, glaube ich, nicht einfach rausnehmen. Das ist schade. Was haben wir noch drin? Bluten. Habe ich das noch? Taumeln. 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 Naja, Bluten habe ich, glaube ich, nicht. Oder? Ist das Bluten? Angriffskraft. Betäuben. Vergiften. Naja, komm. Nehmen wir Vergiften. So. Neues Schwertchen erhalten. Wunderbar. So kann sich das doch sehen lassen. Würde ich sagen. Direkt mal neue Waffe bekommen. Nee, verdammt. Na gut, dann laufen wir jetzt zurück und geben mal das Köpfchen ab. Und dann geht unser Weg weiter Richtung Anschlagtäfelchen. Haben wir noch 3 Stück, glaube ich, jetzt offen. Gucken wir... Oh, ich muss da lang. Gucken, was da so abgeht. Und dann werde ich zur Herzogin gehen, anhören, was sie uns zu sagen hat. Und dann werden wir uns, glaube ich, ein bisschen Nebenmissionen widmen. Ja, Plätze ist gut. Wie zum Beispiel dies und das und jenes und welches. Ja, ja. Hexeaufträge machen und so weiter und so fort. Solch tollen Dinge. Nein, 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 ja, 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 ja. Geralt, du bist aber ein wilder Fuchs. Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen. Für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. Alles klar. 6 Punkte zum Verteilen. Ich habe schon lange nicht mehr verteilt, weil ich nicht weiß, auf was. Aber kann man ja später nochmal gucken, wenn man ein paar mehr hat. Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack! Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Arda Iso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um eine Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Gehen wir ein Stück, Meister. Na schön. Was will er jetzt noch? Sollen wir jetzt nach den 3 gucken, oder was? Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Was heißt später? Warum nicht jetzt? Ja,
Ich habe vergessen, was zu machen. Ich wollte in den Optionen mal ganz kurz das Audio ein bisschen anpassen. Ich mache das mal auf 60. Mache das mal auch auf 60. Denn dann kann ich nämlich im Endeffekt das am Ende ein bisschen lauter machen, damit man auch besser was hört. So. Okay. Na gut. Dann gehen wir nochmal zum Vorarbeiter des Steinbruchs. Mal gucken, was der mir zu sagen hat. Und Meister, was macht die Suche nach den Baumeistern? Sie sind verschwunden? Was soll das heißen? Was es eben heißt. Verschwunden mit reichlich Vorräten, die ich bestellt hatte. Über ein Dutzend Wagen erreichten den Bauplatz, doch 5 sind unterwegs verloren gegangen. Mit ihnen Werkzeug, Nahrung, Baumaterial und vor allem die Spezialisten, die wir brauchen, darunter auch der Oberarchitekt. Ich habe dem Architekten geschrieben, dass der Steinbruch bereit ist und er neue Pläne schicken soll. Aber der Vorarbeiter sagt, der Architekt sei schon hier in Adaiso und das heißt... Dass er auch verschwunden ist, ich verstehe. Ich sehe mich mal um. Meister, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Doch bitte beeile dich. Ohne diese 5 Wagen können wir unser Werk einfach nicht vollenden. Auf den Spuren des heiligen Majoran. An Orten, die auf der Karte mit einer Statue markiert sind, stecken Transporter mit Baumaterial und Fachleuten für Majorans Statue in Schwierigkeiten. Hilf ihnen und sieh zu, wie ein Weltwunder errichtet wird. Alles klar. Können wir gerne tun, soll ich, aber nicht jetzt, oder? Jetzt? Nee, jetzt habe ich ja keine Lust drauf. Machen wir später. Ich will erstmal dahin. Wobei, ich finde jetzt das persönlich zu leise. Ich weiß es noch nicht so genau. Ne? Machen wir es mal auf 70. Ich denke, 70 ist okay. Ja. Schauen wir mal, wie das nachher so eine Abmischung ist. Naja. Nein, wie gesagt, da will ich eigentlich jetzt gar nicht hin. Wir machen das auf jeden Fall. Aber nicht jetzt. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie rauskommen. Aus dem Steinbruch. Und dann bin ich zu den Anschlagtäfelchens. Ich will mir als erstes den ganzen Quark holen. So. Lalalala. Okay, dann gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Ich muss... Ach, guck mal. Das ist ja fast perfekt. Die Straße im Grunde einfach nur lang. Dann komme ich auch da an, wo ich hin möchte. Ach, Plötze ist schon wieder verwirrt. Ah, Plötze, du bist verwirrt. Ich laufe mal ein bisschen weiter, ich rufe dich dann an. Nee, da kommt Plötze. Plötze ist trotzdem verwirrt. Plötze ist immer sehr verwirrt. So, einfach dieser Straße folgen im Grunde. Dann komm... Ja, ist gut. Dann komme ich da an, wo ich hin möchte. Hoffe ich doch. Ist das die richtige Straße? Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist natürlich die falsche Straße, die ich genommen habe. Ist klar. Dann gehen wir in die Richtung. Ein bisschen querfällt ein, das schadet ja auch nicht. Ist das die richtige Straße? Ja, das ist die richtige Straße, alles klar. Hier habe ich doch bestimmt ein Örtchen entdeckt, oder? Mit Schnellreisefunktion. Das wäre super klasse. Oh, hier ist eine Quest. Ja, Schubidubidu, sag ich aber auch mal. Komm doch mal her! Ich komme! Ja, was gibt's denn? Wozu ruft man wohl einen Hexer, hm? Um den neuesten Hoftratsch zu erfahren? Aha. Ich habe ein Monsterproblem. Gut, bin ganz Ohr. Erzähl mir von dem Monster. Na, na, na. Zunächst, werter Hexer, gilt es, die Grundregeln zu etablieren. Angesichts der stattlichen Diskrepanz unseres jeweiligen sozialen Status muss ich dich ob deines vertraulichen Tonfalls tadeln. Ich erwarte Hochachtung. Ich erwarte, dass du mich mit Herr ansprichst. Oder noch besser als Monsieur de Bourbeau. Ja. Nein. Hör mal, Kumpel, die Diskrepanz zwischen uns ist riesig. Aber da spielt der Status keine Rolle, sondern die Tatsache, dass ich 2 Schwerter auf dem Rücken trage. Und du keins. Also red ich dich an, wie ich will. Wenn dir das nicht passt, dann löst dein Monsterproblem selbst. Solch Impertinenz!
Ich werde bei deiner Gilde Beschwerde einlegen. Mach das. Schick sie an den Kundendienst in Kaer Morhen, Kaedwen. Der Support wird sich drum kümmern. Und jetzt rede, bevor ich es mir überlege und verschwinde. Na, Nordlinge und Manieren. Nun gut, bringen wir es hinter uns. Irgendetwas hat mein Weingut befallen. Klarer Fall für mein Irgendetwas-Öl. Bitte, wie meinen? Ich brauche mehr Informationen. Wo wurde dieses Irgendetwas gesehen? Gibt es Zeugen, Leichen zu untersuchen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Niemand hat die Bestie gesehen. Wir hören nur so ein seltsames Kratzen und Kreischen. Es gibt auch keine Leichen. Die Leute verschwinden einfach spurlos. Wer ist denn verschwunden, wenn ich fragen darf? Zuletzt irgendein Knecht, glaube ich. Und erinnerst du dich trotz der stattlichen Diskrepanz eures jeweiligen sozialen Status vielleicht an seinen Namen? Nein, da musst du meine Frau fragen. Die ist mit den Hausgehilfen besser bekannt. Leider ist sie gerade auf Besuch bei ihrer Mutter, aber sie müsste bald zurückkehren. Oh mein Gott. Diese Geräusche, wo kommen die her? Tja, von überall her. Aber im Weinkeller hört man sie am deutlichsten. Dann dürfte das Monster unterirdisch hausen. Wann ist es am lautesten? Nachts, wie vor Jahren, als die Häuser bebten. Darum wollte sich auch ein Experte kümmern, aber der verschwand auf Nimmerwiedersehen. Tja, das reicht ja dann wohl mit den Fragen. Nun sag mir, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Alter. Was für eine Stressbacke. Kommt drauf an. Von welcher Belohnung reden wir? Oh, guck mal, 500 ist doch schon mal ein gutes Startgebot. Gehen wir mal auf... Ja, komm. 600. Wahrscheinlich will er das nicht bezahlen, dann gehen wir runter auf irgendwas anderes. Läuft. Das okay. Muss ich wohl als Verlust verbuchen. Na schön. Okay, dann nehme ich's an. Na schön, ich übernehme. Muss mich erstmal hier umsehen. Und dann mit Madame de Bourbeau sprechen. Wunderbar. Ich werde dich umgehend über ihre Rückkehr unterrichten. Hier ist unterdessen der Kellerschlüssel. Doch bitte, was immer du tust, bleib von den Weinfässern weg. Natürlich. Arsch. Monsterauftrag. Oh, Moment. Da muss ich mal kurz was gucken. Ich glaube, den können wir noch gar nicht, oder sollten wir noch nicht unbedingt angehen. Eieiei, 48. Okay, den machen wir später. Weil der ist mir zu gefährlich. Ich komme wieder. Ich schwöre. Wir müssen hier die Straße weiter, ist klar. Da müssen wir erstmal noch ein paar Levelchen steigen, weil sonst haben wir da keine Schnitte gegen das Vieh. Es geht. Also ich habe auch schon einen Wyvern bekämpft, glaube ich. Der war durchaus stärker als ich. Also der war schon so ein paar Levelchen über mir. Allerdings hat der Kampf ein bisschen lange gedauert und ich habe so gut wie nie zugeschlagen. Ich habe den nur mit Feuer verbrannt. Und das muss ja auch nicht sein. So, da haben wir ein Örtchen entdeckt. Wunderschön. Müssen eigentlich auch gleich da sein, oder? Ja. So. Halt. Da ist es. Hopp. Und runter. Und mal gucken. Herausforderung. Ich verkünde hiermit, dass Maid Vivien de Tabry die schönste Dame der Welt ist. Wer anderer Meinung ist, den erwarte ich jeden Tag am Ufer von Floviv zum Hahnenschrei. Warnung. Vor kurzem waren meine Frau und ich zum Essen aus. Wir wollten unser 14-jähriges Zusammensein gebührend feiern und wählten die Taverne zum Basilisk. Das dortige Essen war allerdings so schlecht, dass meine Frau sich nur noch vor Ort übergeben musste und ich es ihr dann zu Hause gleich tat. Ich weiß nicht, was wir dort vorgesetzt bekamen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es ein toter Fischer war, den sie aus dem Fluss gezogen haben. Aber der muss schon eine ganze Weile tot gewesen sein, sonst hätte es nicht so übel gestunken. Die Taverne versicherte uns dagegen, dass es frisches Langustenfleisch war. Unsinn. Aha, Arbeit haben wir, eine bescheidene Bitte. Auftrag, das Monster von Tofu. Tofu, aber Tofu ist besser. Hiermit gebe ich Folgendes bekannt.
Das Tofu-Weingut, das zu meinen Besitztümern gehört und für seinen superben Melon Blanc in aller Welt berühmt ist, wird von irgendeinem Monster heimgesucht. Der Ritter, der die Bestie stellt und erschlägt, wird nicht nur seine Ehre unter Beweis gestellt haben, sondern auch eine Belohnung von erheblichem Umfang erhalten. Hört daher meinen Ruf, tapfere und kühne Männer Toussaints. Kommt zum Tofu-Weingut und sprecht den Unterzeichnenden auf diesen Antrag an. Ach so. Das war der Typ, den wir wahrscheinlich gerade, mit dem wir geredet haben. Alles klar. So, okay. Guck mal, das ist doch schon mal schön. Dann haben wir das, dann haben wir das. Jetzt müsste ich eigentlich hier hin, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir gerade zu weit weg. Deswegen, folgendes. Zack. Ach, immer die falsche Taste drücken, ey. Zack, wir machen mal die Hauptquest eben weiter. So, gehen zu dem Schnellreisepünktchen. Das da hinten irgendwo, glaube ich, war. Hui! Hui! So. Reisen schnell zum Weingut Corvo Bianco. Und dann dorthin. Und dann, denke ich, wird uns doch die gute Herzogin erzählen, was ihr denn auf der Seele liegt. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich rufe schon mal plötzlich, bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.